Ich begrüße euch herzlich zurück hier bei Let's Play Thief. Wir waren hier stehen geblieben und wollten uns gerade aufmachen zum guten Stone Market, wenn ich mich nicht vertue, genau. Denn wir waren hier gerade auf dem Weg, uns in den Bergfried zu stehlen, um unseren guten, ja, sagen wir mal, ja, unseren Auftraggeber zu retten. Ich denke mal, das trifft es eigentlich ganz gut. So. Wir haben einen Weg, den wir lang gehen müssen. Der Magen. Einen gehängten Mann. Und ein Schild, das wir klauen können. Das nehme ich mit. Das Wetter ist schlecht. Hat sich da gerade was bewegt? Bist du sicher? Uiuiui. Dann ist also alles klar. Ich muss wachsam bleiben. Es funktioniert doch alles, wenn ich mich ein bisschen anstrenge. Wirklich schön. Es hat doch gut funktioniert. So, und hier sieht alles schon wieder ziemlich friedlich aus. Hier müssen wir bestimmt über die Dächer gehen. War das Donner über Dayport? Eher eine Explosion, hörte sich an, als käme es vom Bergfried. Die vielen Rohre, die rein und rausgehen. Ich wusste, die Technologie des Barons bringt nichts Gutes. Huh. Los geht's! Okay, ich dachte, er springt elegant rüber. So, wir sollen die Richtung, aber was haben wir denn da unten? Ektors Handelshaus. Können wir uns mal angucken? Ist ja vielleicht ganz interessant. Also langsam habe ich es verstanden. Wir müssen uns quasi selber durch die Gebiete fortbewegen. Hallo? Euer Freund? Das da ist mein Metall, mein Lebenswerk, Uhrwerke und Maschinen. Er könnte die Stadt revolutionieren und mir die verdiente Anerkennung verschaffen, wenn der verdammte Baron nicht wäre. Der Baron ist ein Narr. Er wurde ungeduldig. Ich sollte das Projekt zerstören, aber das konnte ich meinem Metallmann nicht antun. Der Auftrag. Worum geht es? Mein Freund ist fast komplett. Aber der Abschaum, der mir half, ihn zu bauen, hat mich hintergangen. Er hat sogar die mechanische Hand meines Metallmanns gestohlen. Die ihr zurück wollt. Genau. Alfonso, der schmierige Schneider aus Stone Market, hat die Hand in seinem Laden. Bringt sie mir und es soll euer Schaden nicht sein. Ja, starte ich. Gut. Mein Metallmann wird fertig werden. Besucht Alfonsos Kleidung in Stone Market. Der Schurke hat meine Metallhand bestimmt in seinem Laden versteckt. Alles klar, hört sich ja wirklich sehr interessant an. Hectors Memorien, Seite 1218. Nach Monaten einsamer Anstrengung habe ich meinen Automaten endlich fertiggestellt. Nachdem Baron Nordcrest meine glorreiche Erfindung gesehen hatte, bat er um Verzeihung. Doch ich sagte ihm, dass es dafür zu spät sei. Die Stadt selbst hatte sich als unwürdig erwiesen. Die Großartigkeit meiner Automaten konnten in seinem ärmlichen Reich keine Anerkennung finden. Darum übergebe ich meine Erfindung der wunderbaren Stadt Blackbrook. Sie revolutionierte dort die Industrie und brachte dem Volk Wohlstand. Blackbrook hielt eine Parade zu meiner Ehren ab. Als ich den Gesichtern der bewundernswerten Menge vorbei in die Ferne blickte, erfassten meinen Augen die Stadt. Ein winziger, sterbender Punkt, an dem man sich bald nur noch aus einem Grund erinnern würde, als Geburtsort von Hector Rothschild, Mechaniker, Erfinder, Genie. Ende von Band 1.
Ah ja. Brief von Hector an Clockwise. Hör auf, meine Briefe zu ignorieren. Ich weiß, dass du deinem Haus eingesperrt... Ach, dass du in deinem Haus eingesperrt bist. Ich weiß, dass du das Herz des Metallmanns hast. Und ich weiß, dass der Mechaniker dir Lügen erzählt hat. Du bist doch zu mehr fähig, Clockwise. Wir können den Metallmann immer noch bauen, gemeinsam. Antworte rasch oder ich bin gezwungen, mir das Herz mit Gewalt zu holen. Das ist ein Versprechen, Hector. Okay? Keine Sorge. Brief von Clockwise. Ach, umgekehrte Kommunikation. Mr. Rothschild. Oder Rothschild. Du bewegst dich auf dünnem Eis, Hector. Ich werde dich bei deinem neuen Vorhaben nicht unterstützen. Das Herz ist das Ergebnis meiner Erfindungsgabe. Ich sollte dem Mechaniker von deinem fehlgeleiteten Ansinnen berichten, das Automatenprojekt zu übernehmen. Wenn ich davon ein Wort höre, schwöre ich, alles zu unternehmen, um dich aufzuhalten. Vom Schreibtisch von Lufa Crockwise. Talmann, du kommst schon bald hier raus. Dann reisen wir beide gemeinsam. Der Typ ist einfach irre. Schlicht und weg irre. Okay, wir müssen also jetzt beim Schneider einsteigen und die Metallhand stehlen. Ist scheinbar eine Nebenquest. Finde ich sehr schön, die erste Nebenquest, die wir so gefunden haben. Zumindest bis ich bezahlt wurde. Und das Ziel führt uns auch geradewegs dahin. So. Jump. Aua. Das war, glaube ich, nicht so schlau. Wir gucken mal auf die Karte. Okay. Was ist das denn hier? Rektors Handelshaus, ein anderer Eingang, oder was? Ach, bin ich im Kreis gelaufen? Nicht euer Ernst, oder? Ernsthaft, ich bin einfach im Kreis gelaufen. Ah. Sehr schön und sehr schlau. Taps, 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 taps. Können wir eine Karte aufrufen? Ja, es ist alles schön und gut, aber wie komme ich da hinten hin? Das ist die Frage. Hä? Meine Güte, ist das schwer, sich hier zurechtzufinden, ey. Meine Augen lügen nicht. Holy shit. Ja, Moment, Leute, es macht ja keinen Sinn, hier immer im Kreis zu laufen. Alter Schwede, könnte ich mich jetzt gerade wieder aufregen, Entschuldigung. So, begib dich zur Bank. Wie komme ich da denn hin?
Ach so. Mann, ist doch nicht wahr. Es tut mir wirklich leid, Leute. Kann nicht sein, dass ich mich mit sowas so schwer tue. Alter Schwede. Also, momentan habe ich wirklich in meinem Let's Play nur die Probleme mit der Wegfindung. Aber wie ich die Probleme habe. Ich höre Stimmen in der Dunkelheit. Den Ruf der Krähen. Was sagen sie? Was sie sagen? Sie verkünden Orions Botschaft. Sie singen von einem glorreichen Feuer. Die Wache wird brennen. Die Stadt wird schwarz. Und die Maschinen des Barons werden... Puh. Sehr schön. Kundenauftrag starten, ja. Alles klar, ist also eine richtige Mission, die wir dadurch starten. Gut, das finde ich wiederum sehr schön gemacht. Ich hoffe, wir haben jetzt wirklich ein voll besetztes Haus. Und dann gefällt mir das schon mal sehr gut. Mit der Wegfindung habe ich meine Probleme, aber gehört vielleicht auch einfach dazu, dass man so im Spiel nur mal ein bisschen nach dem Weg suchen muss. Aber... Ich weiß ja nicht. Weg da, Penner! Das ist eine Privatfeier! Bitte, Sir! Ich kann sonst nirgends hin! Wenn du in 3 Sekunden noch da bist, verbringst du die Nacht bei den Aalen. 1, 2... Ich geh schon, Sir. Ich geh schon. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Da. Der hat mich nicht gesehen, oder? Wie hat er mich denn jetzt gesehen? Ey, das ist echt nicht wahr. Mann, wie soll man dir denn Geld stehlen, wenn die sich danach... Also, manchmal ist das Spiel ja echt ein bisschen blöd. Also, dass sie sich dann wirklich... Naja, ist ja egal. Wir vergessen die Sache wieder, Leute. Weg da, Penner! Das ist eine Privatfeier! Bitte, Sir! Ich kann sonst nirgends hin! Wenn du in 3 Sekunden noch da bist, verbringst du die Nacht bei den Aalen. 1, 2... Ich geh schon, Sir! Ich geh schon! Wie sollen wir uns ohne Diebe die Zeit vertreiben? So weit, so gut. Uiuiui. Ich wollte Kleidung von den Aalbeißern, keine Lumpen. Und was sind das für Flecken? Sogar der Schneider schlägt Profit aus der Schwermut. Der Stoff ist faulig, dafür kriegst du gar nichts. Gut. Dann räumen wir jetzt deinen Laden aus. Halt, halt! Nicht so hastig. Gib mir kurz Zeit, dann hole ich deine Bezahlung. Aber beeil dich. Irgendwas stimmt nicht. Ich brauch was zu tun. Der sieht mir doch, wenn ich da lang husche. Wir probieren es mal. Really? Hey, huscht hier jemand herum? Hier ist nichts. Ich hab mich wohl geirrt. Ja, hier ist nichts. Genau. Ich wollte auch schon fast sagen, ey, wenn er uns da jetzt gerade nicht gesehen hätte, das wäre aber ziemlich lächerlich gewesen. Wir haben uns quer über den Tisch gestreckt und da, naja. Wir haben leider kein Wurfobjekt, sonst wäre die Sache jetzt deutlich einfacher. Ich frage mich nur, wie wir hier jetzt gerade wirklich gut langkommen sollen. Bis hier war ja wirklich alles ein relativ... Ich brauche eine Pause. Einfaches Unterfangen, aber...
Ich müsste die irgendwie ablenken. Vielleicht mit einem gezielten Wasserpfeil. Mir tut der Rücken weh. Hey, was geschieht hier? Und? Haben wir ein Problem? Ist da jemand? Puh. Das war gut, oder? Nein. Ist gerade wirklich mit die Treppe hochgekommen. Das meinen die jetzt aber nicht ernst. Wir speichern und räumen hier erstmal ordentlich aus. Darauf könnt ihr aber Gift nehmen. Dokument. Wir haben einen Vertrag, Alfonso. Meine Aalbeißer liefern dir zweimal pro Woche deinen Stoff, vielleicht auch öfter, je nachdem, was wir von deinen Kontakten in der Wache bekommen. Es ist eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. T. Hier oben hätten wahrscheinlich auch reinkommen können. Der Inventar voll ist schnell gesagt. Wir können mal eine Nahrung benutzen und uns dann die hier mitnehmen. Scheibenkleister, ja. Da sind echt die Wachen vor der Tür. Ist ja echt nicht zu glauben. Meine Güte, kniffliger Auftrag. Zumindest vom Gefühl her. Da habe ich gerade doch schon ein bisschen Panik bekommen bei dem Knacken oder bei dem... bei dem Geräusch. Und wir sehen keinen Lichtschalter. Nichts von den Docks. Der Boss wird Blut spucken. Eine Menge Fluchtwege hier, wenn ich das so beurteilen muss. Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. Sorry, Kollege, aber... du hast hier nicht auf Toilette zu gehen, wenn ich hier gerade einen Auftrag mache. Sehr schwer.